Heute gibt es leckeren Chinakohl. Zuerst werden die beiden Kollegen von ihren Plastiküberziehern befreit. Nach dem Waschen geht der Spaß auch schon los und es geht unter das Messer. Die Kohlköpfe erst vierteln und anschließend die Viertelstücke dann in 2-3 cm Streifen aufschneiden und in einen Behälter zwischenlagern. Wenn dir das Video gefällt, würde ich mich über ein Like freuen. Drei mittelgroße Zwiebeln schälen und grob in Streifen schneiden. Da sind die vier Kameraden, die geschmacklich ganz vorne liegen, quasi die oberste Liga. Die vier werden in mundgerechte Stücke geteilt. Etwas Pflanzenfett in einen großen Topf geben und heiß werden lassen. Dann gehen die Mettwurststücke zum Anschwitzen in das heiße Fett. Nun kommen die geschnittenen Zwiebeln zu der Mettwurst in den Topf. Die Mettwurst und die Zwiebeln schwitzen gemeinsam an. Wenn dir das Video gefällt, dann lass doch ein Abo und ein Like da. Wenn die Zwiebeln schön glasig sind, wird es Zeit, dass der Chinakohl auch mit in den Topf kommt. Durch das Garen verliert der Kohl stark an Volumen. Wenn dann der erste Teil des Kohls zusammengefallen ist, kommt dann der Rest Kohl mit hinein. Dadurch, dass der Chinakohl einen hohen Wasseranteil besitzt, braucht man sehr wenig Wasser oder Brühe dazu geben. Das heutige Rezept schreibt eine Pulverbrühe vor. Ich nehme in dem Fall diese hier. Nach circa 10 Minuten Köcheln wird final nochmal abgeschmeckt. Hier müssen auf jeden Fall noch ein paar Umdrehungen Pfeffer dran. Wenn dir das Video gefällt, würde ich mich über ein Like freuen. Und bei mir kommt an dem Kohl immer ein wenig Kümmel. So simpel hat man, zusammen mit ein paar Salzkartoffeln, eine einfache und schnelle Mahlzeit, die dazu preiswert ist. Jetzt aber los, ich brauche langsam mal was auf die Gabel. Das sieht aber lecker aus. Da bin ich ja mal gespannt, ob das auch so schmeckt, wie es aussieht.